Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau in einem kleinen Haus am Waldrand. Alles in ihrem Leben stritt, nur eines fehlte: der alte Mann und die alte Frau hatten keine Kinder. Einmal bat der alte Mann, einen Lebkuchen in Form eines kleinen Mannes zu backen. Die alte Frau schaute in die Scheune und es war fast kein Mehl mehr übrig. Sie nahm eine Schüssel, schrubbte sie entlang der Schachtel, bürstete sie am Boden entlang und eine Handvoll von ungefähr 2 Handvoll wurde gesammelt. Die alte Frau knetete den Teig auf Sojasahne und als sie den Lebkuchen auf dem Tisch rollte, nahm sie ihn und machte ihn in der Form eines kleinen Mannes, mit Armen, Beinen, mit Kopf. Und legen sie es in den Ofen. Nach einer Weile kam die alte Frau, um zu sehen, ob der Lebkuchen gebacken war, nahm ihn und stellte ihn zum Abkühlen auf das Fenster. Der Lebkuchenmann kühlte ab, legte sich hin, stand aber plötzlich auf und rannte so schnell wie möglich aus dem Haus, vom Fenster zur Bank, von der Bank zum Boden, über den Boden und zu den Türen, sprang über die Schwelle zur Veranda, von der Veranda zum Hof, vom Hof zum Tor weiter und weiter. Die alte Frau rief ihren Mann an und beide eilten ihm nach. Aber es ist nicht so einfach, den Lebkuchenmann zu fangen. Jetzt hatte er bereits das Feld erreicht, auf dem die Bauern ihre Ernte dreschten. Der Lebkuchenmann rannte vorbei und rief ihnen zu, er sei bereits vor der alten Frau und dem alten Mann weggelaufen und er würde auch leicht vor ihnen davonlaufen. Die Bauern hörten das und rannten ihm nach. Aber egal wie schnell sie rannten, sie konnten ihn nicht einholen. Ein Lebkuchenmann rannte auf das Feld zu, auf dem die Mäher das Gras mähten. Er rannte vorbei und rief ihnen zu, er sei bereits vor der alten Frau, dem alten Mann und den Bauern weggelaufen, und er würde auch leicht vor ihnen davonlaufen. Die Mäher konnten eine solche Lächerlichkeit nicht ertragen, alle eilten dem Lebkuchenmann nach. Sie rennen so schnell sie können, aber sie können nicht aufholen. Und auf den kleinen Mann zu, die Kuh geht, rief er ihr zu, er sei bereits vor der alten Frau, vor dem alten Mann, vor den Bauern und vor den Mähern weggelaufen, und er würde auch leicht vor ihr weglaufen. Die Kuh wurde wütend und eilte auch dem Lebkuchenmann nach. Nur er kann nicht aufholen. Und ein Schwein traf ihn. Der kleine Mann rief, er sei bereits vor der alten Frau, vor dem alten Mann, vor den Bauern, vor den Mähern und vor der Kuh geflohen, und er würde auch leicht vor ihr davonlaufen. Ein Schwein kreischte und rannte hinterher. Nur sie konnte nicht aufholen, sie war zu fett. Ein Lebkuchenmann rennt die Straße entlang und ein Hase trifft ihn. Der kleine Mann sagte, er sei bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein weggelaufen, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Der Hase hörte das und rannte ihm nach. Er kann den kleinen Mann auch nicht einholen, nur der Hase hat ihn gesehen. Ein Lebkuchenmann rennt und ein Wolf trifft ihn, ich werde dich essen, sagt. Und der kleine Mann antwortete ihm, er sei bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen geflohen, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Der Wolf knurrte und stürzte sich auf den Lebkuchenmann, und er wich aus und rannte so schnell er konnte. Nur der Wolf hat ihn gesehen. Ein Lebkuchenmann rennt und ein riesiger Bär trifft ihn. Sein kleiner Mann hatte keine Angst, rief aber, dass er bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen und vor dem Wolf geflohen war, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Ein wilder Bär stampfte mit dem Fuß und rannte ihm nach. Aber der Bär war zu langsam, um den schnellen Lebkuchenmann einzuholen. Ein Lebkuchenmann rennt und ein Fuchs trifft ihn. Der Fuchs war sehr gerissen, aber der kleine Mann wusste das nicht. Deshalb begann er aus Gewohnheit zu schreien, dass er bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen und vor dem Wolf und vor dem Bären geflohen war, was bedeutet, er wird auch leicht vor ihr weglaufen. Der Fuchs hörte bis zum Ende und sagte, dass sie sehr alt sei, nichts gehört habe. Okay.
Sie kam näher zu dem kleinen Mann und bat ihn, es zu wiederholen. Gehorchte ihrem albernen Lebkuchenmann und begann wieder zu prahlen. Der Fuchs hörte bis zum Ende und sagte, dass sie immer noch nichts hörte. Sie kam dem kleinen Mann noch näher und bat ihn, es noch einmal zu wiederholen. Der Lebkuchenmann stimmte zu, und dann, oh nur, fing er von vorne an, als der Fuchs sich auf ihn stürzte, und aß. Und der Lebkuchenmann prahlte nicht mehr. Ein Mädchen namens Alice hatte es satt, den ganzen Tag zu laufen, ohne etwas zu tun. Die Hitze machte sie schläfrig. Plötzlich bemerkte sie das weiße Kaninchen, das es irgendwo eilig hatte. Es schien dem Mädchen seltsam, dass er mit sich selbst sprach und weiter auf seine Uhr schaute. Alice brannte vor Neugier, eilte dem Kaninchen nach und sprang ihm ohne zu zögern ins Loch. Im Inneren befand sich ein tiefer Brunnen, dessen Wände mit Bücherschränken ausgekleidet waren. Alice fiel sehr langsam und schaffte es, alles richtig zu sehen. Am Boden des Brunnens bemerkte das Mädchen einen Glastisch mit drei Beinen. Darauf lagen ein kleiner goldener Schlüssel und eine Art Flasche. Alice versuchte, die Tür mit dem Schlüssel zu öffnen, aber es stellte sich heraus, dass sie zu klein war. Sie sah sich um und sah eine kleine Tür. Um es zu öffnen und sich in einem herrlichen Garten zu befinden, musste Alice aus einer Flasche vom Tisch trinken. Nach ein paar Schlucken nahm die Größe ab. Das Mädchen schrumpfte so schnell, dass sie keine Zeit hatte, den Schlüssel vom Tisch zu nehmen. Dann sah sie einen magischen Kuchen auf dem Boden. Sobald Alice einen Bissen nahm, begann sie schnell nach oben zu wachsen. Das Mädchen wuchs so sehr, dass sie nicht mehr durch die geschätzte Tür gehen konnte. Alice fing so an zu weinen, dass sich bald eine riesige Pfütze in ihrer Nähe bildete. In diesem Moment bemerkte sie das weiße Kaninchen. Das Mädchen rief ihn an, aber er hatte es eilig und ließ vor Schreck seine Handschuhe und seinen Fächer fallen. Alice hob sie auf und sah, wie sie anfing zu schrumpfen. Der Grund war ein magischer Fan. Alice fiel in einen Pool ihrer eigenen Tränen. Als sie an Land geworfen wurde, bemerkte das Mädchen erneut das Kaninchen. Er verwechselte Alice mit seiner Magd und befahl, sofort nach Hause zu gehen, um neue Handschuhe und einen Ventilator zu holen. Das Mädchen rannte, um den Befehl auszuführen. Im Haus des Kaninchens konnte sie der Neugier nicht widerstehen und trank etwas Flüssigkeit aus einer Flasche. Dies führte dazu, dass Alice gigantische Ausmaße annahm und schnell das ganze Haus füllte. Sie konnte nur dank der Kuchen schrumpfen. Nachdem das Mädchen seine früheren Dimensionen wiedererlangt hatte, rannte es weg. Bald sah sie einen riesigen Pilz, auf dem eine große blaue Raupe saß. Alice beschwerte sich bei ihr über ihre ständigen Höhenänderungen. Die Raupe riet dem Mädchen, ein Stück Pilz zu essen. Alice aß einen kleinen Bissen und kehrte schließlich zu ihrer normalen Größe zurück. Und sie fuhr fort. Plötzlich sah Alice ein Haus. Als das Mädchen hineinging, befand es sich in der Küche, in der sie die Herzogin mit einem weinenden Baby im Arm sah. Eine riesige Katze saß auf dem Boden und lächelte von Ohr zu Ohr. Die Herzogin erklärte Alice, dass er lächelte, weil es eine Cheshire-Katze war. Plötzlich verschwand die Katze und das Baby brach in Tränen aus. Die Herzogin gab das Kind Alice und sie selbst ging zur Königin. Das Mädchen war überrascht festzustellen, dass sie kein Kind in der Hand hielt, sondern ein echtes kleines Schwein. Als die Katze wieder auftauchte, riet er Alice, den Märzhasen zu finden. Und dann verschwand er und nur sein Lächeln blieb in der Luft. Das Mädchen machte sich auf den Weg. Bald sah sie das Haus des Märzhasen. Alice kam pünktlich zum Beginn der Teepartie. Der Tisch war riesig, aber nur der Märzhase, der verrückte Hutmacher und Sonja, die Maus, saßen daran. Sie ließen niemanden am Tisch sitzen und sagten, es sei kein Platz mehr. Alice erfuhr, dass sie gezwungen waren, ständig Tee zu trinken, um die Zeit zu töten. Der Hase und der Hutmacher verspotteten das Mädchen auf jede erdenkliche Weise und verspotteten sie. Unfähig, solche Unhöflichkeit zu tolerieren, stand sie schweigend auf und ging. Bald befand sich Alice in einem wunderschönen Garten. Sie bemerkte Gärtner, die aussahen wie Spielkarten. Sie färbten die weißen Rosen rot. Das Mädchen war sehr überrascht. Sie erfuhr, dass ihre Königin rote Rosen liebte und nur weiße wuchsen. Die Königin hingerichtete ihre Diener für die geringste Beleidigung. Die Gärtner sagten, sie habe den Diener beurteilt, der gerade die Kekse gestohlen habe. Alice war sehr interessiert und ging vor Gericht. Dort sah sie den Märzhasen und den verrückten Hutmacher aussagen. Als sie fertig waren, rief die Königin Alice plötzlich zur Befragung. Das Mädchen antwortete, dass sie nichts wisse und befahl, den Diener freizulassen. Die Königin wurde wütend und befahl,
das Mädchen zu packen. In diesem Moment fühlte Alice, dass sie wieder zu wachsen begann. Das Mädchen erkannte, dass dies nur Karten waren und sie hatte keine Angst vor ihnen. Und in diesem Moment verschwand die Magie. Alice wachte auf derselben Lichtung auf der sie das weiße Kaninchen zum ersten Mal sah. Es gab eine vertraute Landschaft, vertraute Geräusche waren zu hören. Es war also nur ein Traum, dachte Alice.